Für die Bundesregierung spricht jetzt dazu Ronald Pofalla. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen, sehr geehrter Herr Weil, zunächst herzlich zu Ihrer Wahl gratulieren, auch im Namen der Bundeskanzlerin und des amtierenden Bundeskabinettes. Zugleich möchte ich mich beim scheidenden Bundesratspräsidenten Winfried Kretschmann für die gute und stets angenehme Zusammenarbeit bedanken. Wir haben ja in den vergangenen 12 Monaten, und ich werde gleich auf die eine oder andere Stelle auch noch mal eingehen, ja besondere Situationen zu bewältigen gehabt. Es gab Sondersitzungen des Bundesrates, und in dem Zusammenhang gab es einen engen Abstimmungsprozess zwischen dem Bundesratspräsidenten und der Bundesregierung. Und Herr Kretschmann, ich darf mich ganz persönlich auch bei Ihnen bedanken für die gute Zusammenarbeit. Wenn wir heute gemeinsam auf diese Präsidentschaft zurückblicken, können wir, wie ich finde, auf ein gutes Jahr und gute Ergebnisse zurückblicken. Auch im letzten Jahr haben Bundesrat und Bundesregierung unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen in einer, wie ich finde, konstruktiven Zusammenarbeit viele wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht und abgeschlossen. Dies gilt im Übrigen für die, wie ich finde, gesamte 17. Legislaturperiode. Ich habe mir die entsprechende Statistik einmal angeschaut. Bei insgesamt 553 beratenden Gesetzesbeschlüssen des Deutschen Bundestages hat der Bundesrat nur gerade mal in 33 Fällen den Vermittlungsausschuss angerufen. Das entspricht, wenn Sie es prozentual ausdrücken wollen, gerade mal 6%. In gerade mal 2 weiteren Prozent der Fälle wurde die notwendige Zustimmung versagt. Umgekehrt heißt das, 92% der vom Bundestag beschlossenen Gesetze haben den Bundesrat im ersten Anlauf passiert. Auch im Vermittlungsausschuss konnte in fast allen Fällen eine Einigung herbeigeführt werden. Dies ist auch im Vergleich zu vorhergehenden Legislaturperioden eine beeindruckende Zahl, die für sich spricht. Und die Reform der föderalen Ordnung, insbesondere im Zusammenhang zwischen Bundestag und Bundesrat, die ja unter anderem auch darauf abzielte, das Verhältnis so zu verändern, dass wir weniger Vermittlungsverfahren, dass wir weniger Ablehnungen im Bundesrat bekommen, weil durch den Prozess der Stellungnahmen und Gegenäußerungen wesentliche Teile der Stellungnahmen des Bundesrates dann ja schon in die Gesetzesbeschlüsse des Bundestages mit einfließen, hat sich nach meiner festen Überzeugung bewährt. Unser föderales Regierungssystem funktioniert. Der Bundesrat wirkt verantwortungsvoll an der Gesetzgebung des Bundes mit. Lassen Sie mich einige wichtige Projekte aus dem Zeitraum nennen. Bei der Euro-Rettung hat der Bundesrat in besonderem Maße seine gesamtstaatliche Verantwortung sowie die Fähigkeit zu schnellen gesetzgeberischem Handeln bewiesen. Bei diesem sensiblen Thema war und ist es europäisch wie auch international wichtig, dass Deutschland mit einer Stimme spricht und zeigt, dass der wirtschaftlich stärkste Staat der Europäischen Union zu schnellen Entscheidungen fähig ist. Schnell und flexibel hat sich der Bundesrat in diesem Jahr auch bei der Hilfe für die Unterstützung der Flutopfer gezeigt. Hier haben Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit 2 Sondersitzungen des Bundesrates dafür gesorgt, dass alle notwendigen Rechtsakte schnellstmöglich verabschiedet werden konnten. Das ging in einem unglaublichen Tempo. Dafür noch einmal meinen ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Auch bei der Umsetzung der Energiewende in Deutschland haben Bund und Länder sehr schnell, wie ich finde, den notwendigen Grundkonsens hergestellt. So konnten die grundlegenden gesetzlichen Regelungen im Sommer 2011 zügig auf den Weg gebracht werden. Dies gilt auch für die Folgeregelung beispielsweise zum Netzausbau in den beiden letzten Jahren. Die Zusammenarbeit in den Besprechungen mit den Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder hat das Verfahren jeweils, wie ich finde, wirkungsvoll vorbereitet und damit das spätere Gesetzgebungsverfahren beschleunigt.
Und ich mache das hier an dieser Stelle wirklich, weil ich auch davon überzeugt bin, dass das eine der entscheidenden Stellen ist der Zusammenarbeit in der Vorbereitung der konkreten Sitzungen des Bundesrates, aber auch der Bundesregierung und des Bundestages. Ich darf mich ganz herzlich auch persönlich bei den Chefs der Staats- und Senatskanzleien für die außerordentlich gute und, wie ich finde, im Ergebnis auch erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Ohne unsere Vorbereitungen wären viele auch enge Abstimmungsprozesse nicht so schnell gegangen. Und deshalb auch persönlich mein Dank an die Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Durch die Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes im Sommer 2013 wurde außerdem im breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens über Partei- und Ländergrenzen hinweg die Grundlage für die konkrete Suche nach einem atomaren Endlager geschaffen. Zwar ist dies erst der erste Schritt auf einem langen Weg, die Basis für einen erfolgreichen Abschluss des Verfahrens ist jedoch gelegt. Diese exemplarische Aufzählung zeigt, Bund und Länder können, wenn es darauf ankommt, wichtige und komplexe Projekte auch unter schwierigen Voraussetzungen schnell und zielorientiert auf den Weg bringen. Der Präsidentschaftswechsel gibt mir allerdings auch Gelegenheit, Ihnen allen für diese gute Zusammenarbeit herzlich zu danken. Und zu Beginn einer neuen Legislaturperiode richtet sich natürlicherweise der Blick naturgemäß auf die anstehenden Vorhaben. Vieles ist aufgrund der laufenden Koalitionsverhandlungen noch im Fluss. Klar ist aber, dass die folgenden Felder sicher im Blickfeld der neuen Bundesregierung stehen werden. Da will ich zunächst die Energiewende nennen als eines der grundlegenden Reformvorhaben in dieser Legislaturperiode. Für diese Reform brauchen wir einen breiten Konsens, der dieses Projekt weiter voranbringt und der insbesondere die Kostenbelastung für die Privathaushalte und Unternehmen in Grenzen hält. Gleichzeitig muss die Versorgungssicherheit gewährleistet sein und wir müssen den europäischen Kontext im Auge behalten. Hier gilt es, kluge und ausgewogene Lösungen zu finden. Wir werden dieses Thema auch künftig in bewährter Weise in den Besprechungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder begleiten. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen diese Aufgabe daher nach Abschluss der Regierungsbildung zügig angehen. Ein weiteres wichtiges Thema der neuen Legislaturperiode ist die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Und Sie haben ja gerade auch in Ihrer Antrittsrede deutlich gemacht, wie aus Sicht des Bundesrates Ihre Position ist. Die rechtlichen Grundlagen für den Länderfinanzausgleich laufen zum Ende des Jahres 2019 aus. Ein zentrales Ziel für die neue Legislaturperiode wird es deshalb sein, die notwendigen Neuregelungen gemeinsam mit den Ländern vorzubereiten, damit sie rechtzeitig Anfang 2020 in Kraft treten können. Im Rahmen einer Anschlussregelung stellen sich zahlreiche Querschnittsfragen für die Finanzbeziehungen von Bund und Ländern und Kommunen von fundamentaler Bedeutung. Für den Bildungs- und Forschungsbereich kann ich mir vorstellen, eine verstärkte Zusammenarbeit der föderalen Ebenen durch eine Änderung des Grundgesetzes abzusichern. Hier neue Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen, erscheint denkbar. Auch der Solidarpakt II Ende 2019, um die teilungsbedingten Unterschiede zu überwinden und den Aufholprozess der ostdeutschen Länder zu befördern, haben die Mittel aus dem Solidarpakt einen enorm wichtigen Beitrag geleistet. Vieles konnte damit erreicht werden, dass diese ohnehin degressiv gestaffelten Hilfen ebenfalls 2019 auslaufen werden, ist jedoch richtig. Eine begleitende Strukturpolitik des Bundes bleibt dennoch erforderlich. Ich versichere Ihnen, dass die strukturschwachen Regionen auch künftig vom Bund nicht alleine gelassen werden. Allerdings sollten künftig bundeseinheitliche Kriterien darüber entscheiden, welche Regionen in welchem Umfang Unterstützung erfahren. Sie werden es mir nachsehen, wenn ich dabei auf einen Punkt hinweise. Auch der Bund hat seine
Konsolidierungsaufgaben zu bewältigen. Deshalb müssen dabei auch die finanziellen Interessen des Bundes gewahrt werden. Und nicht zuletzt kann ich Ihnen versichern, dass wir die bewährte Zusammenarbeit in allen Fragen der Europapolitik fortsetzen werden. Die Bundesregierung wird den Bundesrat hier auch weiterhin eng einbinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Beispiele zeigen, auch in der 18. Legislaturperiode werden wir ein umfangreiches Arbeitsprogramm haben. In den letzten Jahren haben wir gemeinsam viel für unser Land erreicht. Deutschland geht heute in vielerlei Hinsicht in eine gute, in eine aussichtsreiche Zukunft, und Deutschland geht es insgesamt gut. Jetzt sollten wir zeigen, dass wir gemeinsam die Fähigkeit besitzen, diesen Erfolg durch eine kluge Politik zu verstetigen und auszubauen. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird. In diesem Sinne freue ich mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, Herr Präsident, bei Ihrer Amtsführung eine glückliche Hand und viel Erfolg. Herzlichen Dank.